Das innige Verhältnis von Martin Lacey zu seinen Löwen. Ich habe den Dr. Birmingham in einer Situation gesehen, jetzt gerade, da hat er gesagt, Wahnsinn, so was habe ich nie gesehen. Ja, das war die Situation mit den vielen Löwen. Warum? Wer Löwen kennt, weiß, das sind Wildtiere. Wildtiere unterscheiden sich ganz deutlich von Haustieren. Insofern, dass sie vorsichtiger sind, nicht ängstlicher, vorsichtig. Und wenn da irgendwas geschieht, in der Manege, was die nicht gesehen haben, dann erschrecken die vielleicht ganz kurz. Und dann machen sie eine Schreckreaktion, dann kann die Situation gefährlich werden. Und das ist, was Herr Lacey sagt, was wirklich immer gefährlich ist, wenn man mit Tieren arbeitet. Das heißt nicht, dass sie angreifen können, aber dass sie erschrecken und irgendwie erschreckt halt alle fahren, vielleicht man weiß dürfen. Davor über Angst und jedes Mal, wenn er sich drunter liegt. Aber dass sowas überhaupt möglich ist, zeigt natürlich, dass es eine Verbindung zwischen Menschen und Tieren gibt. Und zwar eine ganz tiefe Bindung. Da lese ich, und das habt ihr jetzt hier im Zirkus erlebt, aber das Gleiche gibt es natürlich auch in der freien Natur. Die berühmte Schimpansenforscherin Jane Goodall oder die andere Dame, die Sie kennen, die mit Gorillas gearbeitet hat, die in der freien Natur, die haben die Tiere auf sich zukommen lassen. Haben lange gewartet und dann haben die Wildtiere sich berührt. Das heißt, für Tiere, wenn sie was Gutes erlebt haben, dann ist der Mensch ein interessantes Lebewesen, in dem es in Kontakt kommt. Eine tolle Geschichte vor, sagen wir, 60, 70 Jahren, als die Menschen nach Galapagos gingen oder noch früher, da waren alle Tiere mehr oder weniger zahm. Einfach aus dem Grund, weil sie keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Wenn Tiere mit Menschen gute Erfahrungen machen, dann nehmen sie Kontakt mit ihnen auf und zeigen auch ihre Gefühle. Tiere haben Gefühle und ihnen tut es wirklich weh. Ich glaube, bei ihm brauche ich glaube nichts mehr zu sagen. Wer das jetzt nicht gesehen hat, was das für eine Verbindung zwischen Mensch und Tier ist, der will es nicht sehen oder kann es nicht sehen. Das mag ja sein. Aber immer wieder wird gesagt, das ist nicht artgerecht. Da kann man nur, also da möchte ich nur eine Geschichte erzählen. In Kenia war ein Ranger und dieser Ranger hat erlebt, wie die Eltern von den jungen Löwen getötet wurden, erschossen wurden, wenn was klar ist. Dann hat er die drei Löwen mitgenommen, weil ich sonst gestorben wäre, drei Löwenkinder. Und zwei von ihnen haben einen Zug und einer von ihnen hat er gehalten. Der Löwe hieß Delta, wurde weltberühmt, es wurde gefunden und festgehalten wirtschaftlich. Und die Löwe hat immer mit ihm noch gelebt, im Rudel der Löwe, als sie ihre ersten Kinder hatte, ist mit allen drei Kindern zurück ins Haus, hat die Löwe ins Wohnzimmer gebracht und ist am Abend wieder raus in die freie Natur. Das sagt eigentlich alles. Jetzt, das war genug der Gefühle, Gott, als Wissenschaftler noch zwei, drei Sachen sagen. Wir haben über Jahre, über mehrere Stunden, die Löwen von Martin Lacey oder Martin akademisch jeden Fall aufgeschrieben und haben hinterher das sogenannte Stresshormon gemessen. Das was damit bestimmt eine höhere Kortisolische Lüge als Sie, weil Sie sind die Lüge da, ich muss Ihnen was erzählen. Ah ja, dann bin ich also etwas im Stress und den können Sie jetzt wunderbar bei mir messen. Das ist ja ganz einfach. Ich habe so ungefähr 120 Milligramm oder Nanogramm Stresshormon und wenn ich mich dann wieder nachher entspanne, dann geht es wieder runter. Und das haben wir bei Löwen und bei Elefanten gemessen. Vor allen Dingen bei Löwen, über 10 Löwen, über lange, längere Zeit, vor und nach dem Transport und nach der Arbeit. Und jetzt kommt für mich eine erstaunliche. Durch Zufall haben es Wissenschaftler in der Serengeti auch gemessen. Aber die haben denen Blut abgenommen, aber wenn Martin Lacey so ein Vertrauen zu seinen Tieren hat, kann er dieses Hormon, was im Körper existiert, aus dem Speichel rausziehen. Und wir haben Speichelhormonkonzentration gemessen, ohne dass das Tier betäubt werden muss oder so. Also kurzum, rede kurzum. Wir konnten nie feststellen, dass die Tiere besonders gestresst wurden, dass sie Verhaltensstörungen hatten. Und
wer hier das erlebt hat, da brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen, der weiß, was Sache ist. Weil er immer wieder gesagt hat, Tiere führen Kunststücke vor, die mögen die Tiere nicht. Jedes Gehirn eines Lebewesens ist dazu geschaffen, dass wir Probleme lösen, dass wir unser Gehirn beschäftigen. Das gilt für Menschen, das gilt für Tiere. Für Tiere, wenn Tiere müssen sich in der freien Natur auch was einfallen lassen, um zu überleben. Das wird in dem Fall gut, das sind Kunststücke im gewissen Sinne, aber diese Kunststücke, ja, sieht man auch in der freien Natur, da kommt nichts, da wird nichts erzwungen. Selbst die Elefanten haben wir gesehen, die auf zwei Beinen waren und einen Kopfstand gemacht haben in der freien Natur. Das müssen Tiere, müssen sich beschäftigen. Das Gehirn muss gefüttert werden, sonst verdummen die Tiere genauso wie wir. Wohlwahr. Und siehst du hier, Hund kann sie machen oder zu Menschen machen. Und dann gibt es für Tiere gar keinen Zweifel, ob sie das auch tun sollen. Tiere können viel mehr, als wir uns mal vorstellen. Immer noch in eine Schublade und das ist für ein Tier so eine Übung da reinzubeißen oder auch diese Tricks, das ist für Arnie kein Anstrengung in dem Sinn. Aber das geht natürlich nur, wenn ich Tiere habe, in denen ich über lange Jahre so vertrauensverhältnis habe und nicht so kompliziert habe, es sei denn wieder den Handy gewesen, dass ich 10, 12 Löwen hatte, um das statistisch zu untermauern. Das können, ja. Weil wenn man einen hat, kann man sagen, das ist Zufall. Das war nicht einer, das war mehrere, aber viele, viele Stunden. Jetzt nochmal das Ergebnis, ganz wichtig. Haben Martins Lazys Löwen bei der Reise in den Gehege Stress? Alles, was wir gemessen haben oder was ich dazu sagen kann, ich kann sagen, sie haben keinen Stress. Vielleicht ganz klein, wie wenn ich ins Auto steige, aber im Prinzip haben sie keinen Stress. Das ist gut. Er ist auch ganz gesund hier. Das ist ganz wichtig, weil unser Tier arbeitet. Wir trainieren mit dem Tier. Also, der Lukas Charakter ist, er ist ganz faul. Dafür ist nutzen das als Tierlehrer, weil Sie als Publikum, wir machen einen Vorschlag. Was Sie sehen in der Menage ist nur Musik und Licht und natürliche Bewegung. Und wir gucken den Charakter von dem Tier. So meine Idee mit ihm war, okay, er ist faul, er kann springen, aber er will nicht springen jeden Tag. Er kann rollen, aber er will nicht rollen jeden Tag. Dafür, er sitzt hier so wie der König, ist auch der Älteste von der ganzen Gruppe hier. Er ist noch hier. Aber trotzdem, ich nutze den Charakter in meiner Arbeit. Und erstens, ich nehme dir das Fleisch weg. Ja, genau. Das Fleisch geht ganz weit weg von mir. Dankeschön. Ja, siehst du? Jetzt kein Fleisch. Ja. Okay, so, Beluga. Haben Sie ein bisschen Musik da? Haben Sie etwas? Etwas Schönes? Ja, das war okay.